Eilmeldung. Demnächst dürfen keine Einweg-Shishas mehr verkauft werden. Was ist an dem Gerücht dran? Warum einer der umsatzstärkste Teil wahrscheinlich den Automaten wieder verlassen wird? Beziehungsweise nicht nur den Automaten, sondern warum es generell verboten wird. Ab geht's auf jeden Fall nach dem Intro. Ja, erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Ich bin's, der Paul Kramer, der Onkel Kramer. Und es geht heute um Einwegzigaretten, um E-Shishas. Ganz klar, diese Dinger im Automaten mit einer Altersverifikation ist eine Top-Geschichte. Da könnt ihr ordentlich Kohle mit verdienen. Und wir haben die ja selber bei uns im Automatenland auch im Shop drin. Was auf jeden Fall ganz wichtig ist, dass wir die demnächst nicht mehr im Shop drin haben. Und woran liegt das? Ganz klar, weil es eine Gesetzesänderung gibt. Die Gesetzesänderung sagt auf jeden Fall, dass wir solche Produkte nicht mehr verkaufen dürfen. Das ist ganz klar, die Umwelt wird belastet. Es ist überall eine Batterie drin, es ist überall ein Akku, der irgendwie einfach nur in den Müll geworfen wird, ohne dass er mehrfach genutzt wird. Und deswegen geht das jetzt wohl relativ zügig. Und ich wollte euch nur kurz darüber informieren, weil wir im Automatenland selber auch welche verkaufen und werden jetzt was da ist, noch abverkaufen und danach das Ganze aus dem Shop streichen. Finanziell gesehen ist es schade, weil klar, wir haben da auch dran verdient, ihr habt da dran verdient. Es ist auf jeden Fall ein super Umsatzbringer für den Automaten. Und das Ganze ist aber bald vorbei und deswegen nehmen wir es jetzt schon mal bei uns aus dem Shop raus, weil wir Angst haben, dass wir nachher auf den Resten sitzen bleiben. Da haben wir keinen Bock drauf. Also nicht wundern, was da ist, was noch lieferbar ist, geht raus. Und wir werden aber auf jeden Fall keine mehr nachkaufen. Und ja, haltet die Augen offen, die Ohren offen. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich noch eine Frist geben zum Abverkaufen und so weiter. Auf jeden Fall haben wir das aus einer zuverlässigen Quelle gehört und werden deswegen diese Produkte streichen. Und darunter fallen dann wahrscheinlich auch diese HHC-Produkte mit Vapes, also alles, was mit Einweg, Plastik und Batterie ist, wird auf jeden Fall definitiv verschwinden. Auf jeden Fall soll es jetzt sehr schnell gehen und deswegen, was da ist, wir haben nicht mehr viel da, könnt ihr gerne bei uns im Shop gucken, ist auch relativ preiswert und danach wird es dann komplett rausfliegen. Wir haben gar nichts mehr? Nee, wir bestellen auch nichts mehr. Also ich habe gerade gehört, wir haben gar nichts mehr, also die fliegen jetzt komplett aus dem Shop bei uns raus. Kann sein, dass sie noch drinnen stehen, wenn auf jeden Fall heute delistet. Und dementsprechend passt auf, haltet die Ohren offen, nicht, dass ihr ins Gefängnis kommt. Bis dann, euer Onkel Kramer. Ciao.